Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid in Vickys Kitchen. Heute, da möchte ich euch ein schnelles Rezept zeigen, und zwar meine Proteintrüffel-Spaghetti. Ich hoffe, dass euch das Rezept gefällt. Also los geht's! Ja Leute, ihr braucht nicht viel für die Proteintrüffel-Spaghetti. Ihr braucht hier einmal so Dinkel-Vollkorn-Spaghetti, also die habe ich jetzt für mich gewählt. Dann 150 Gramm Kichererbsen, ihr könnt dann natürlich variieren, bei mir sind das jetzt auch nur 50 Gramm Spaghetti, einfach ja, wegen meiner Diätphase. Dann kommt rein ein bisschen Aubergine, Champignons, könnt aber auch Pfifferlinge oder sowas nehmen. Dann braucht ihr eine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe oder auch mehr. Und hier habe ich das Olivenöl mit Trüffel verfeinert. Das solltet ihr euch unbedingt zulegen, schmeckt extrem lecker, damit kann man echt gute Sachen machen. Dann einfach noch zum Würzen ein bisschen Pfeffer und Limettensalz und dann können wir schon anfangen, indem wir das Gemüse klein schneiden. Ja, also die Aubergine, die schneidet ihr einfach erstmal in so Streifen. Guckt, dass das beisammen bleibt. Und dann würfelt ihr die. Also einfach nochmal quer rein. Dann ist die schon mal abgehakt. Dann haben wir hier noch diese Champignons. Bei den Champignons, da nehme ich gerne den Schiel raus. Den braucht niemand. Und schneide die Champignons in Streifen. Ja Leute, bei der Zwiebel reicht es eigentlich aus, wenn ihr die jetzt grob schneidet. Und den Knoblauch, den hackt ihr am besten richtig, richtig klein. So Leute, als nächstes kommen die Spaghetti dran, die gebt ihr jetzt einfach in den Topf mit kochendem Wasser und da tut ihr dann ein bisschen von diesem Limettensalz dazu. Wenn ihr kein Limettensalz habt, dann nehmt einfach normales Salz und gebt am Ende einen Schuss Limettensaft dazu, wie bei der letzten Kichererbsenpasta. So Leute, da wir natürlich keine Hitze verschwenden möchten, nehmen wir uns jetzt so einen Wok zur Hand und tu den direkt auf die kleine Plattform von dem Topf drauf. Wenn ihr natürlich eine große Plattform habt, dann macht ihr da eine große Pfanne drauf. Verschwendet nur nicht unbedingt den Strom. Und da tun wir jetzt dann hier so ein bisschen was von diesem Trüffelöl rein. Es gibt sicherlich auch von anderen Marken. Ich habe das hier beim Kaufland bekommen. Es war dann auch nicht relativ teuer. Ja, so 7,5 Gramm, das ist etwa ein halber Esslöffel. Und in dem Trüffelöl können wir dann direkt die Zwiebelwürfel dünsten. So ein bisschen ja glasig aussehen, dann könnt ihr den Rest auch hinzufügen. So Leute, ja, das war's dann eigentlich mit der Pasta. Jetzt tut ihr das Ganze noch ein bisschen mit
dem Knoblauch verfeinern, den wirklich erst zum Schluss reinmachen, da das sonst richtig schnell braun wird. Macht noch ein bisschen was Schönes Grünes drauf. Könnt auch noch Minze oder Koriander unterheben und dann ist das Ganze schon servierfertig. So Leute, das waren sie also, meine Protein-Trüffel-Spaghetti. Ich finde, das ist ein richtig leckeres Rezept. In meinem letzten Vlog, da habt ihr ja auch schon gesehen, dass es bei mir ratzfatz weg war. Also es ist wirklich lecker, probiert es aus. Die Nährwerte, die schreibe ich euch diesmal unten in die Beschreibung rein. Und ich hoffe, dass ihr zum nächsten Rezept oder dem nächsten Vlog auch am Start seid. Macht's gut!